Taufe bekommen. Fliegen, 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 fliegen. Das meinst du nicht ernst? Konfliktscanner braucht Kampfläufer gehören. Was? Ja. Musst du bauen. Ja, dann weißt du ja, was du machen musst. Dann kannst du auch gleich den passenden Auftrag dafür annehmen. Muss auch noch mal ein bisschen farmen dann für den besseren Antrieb. Den hat solche bestimmt schon eingebaut. Nein. Okay. Ich brauche 250 chromatisches Metall dafür, das sind 500 Kupfer. Ja, das geht. Ja, ich bin auch gerade am Farmen. Ich habe heute auch schon was repariert, mit was 350 chromatisches Metall brauchte. Da sind die 250 ist doch wohl irgendwie machbar, vielleicht. Ja. Da bist du genau. Gelehrtenentität. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Mission einreichen. Das. Okay. Ach, immer wieder schön, diesen schönen Frachter zu sehen da. Also, den kleinen hier von Jollum. Ist das? Und den will ich auch haben. Du hast doch einen großen Frachter. Ja, aber ich will auch so einen kleinen mobilen haben. Ach, jetzt kann ich sogar wieder von vorne anfangen. Okay, die Erleuchtung. 250 Paraffinum sammeln gibt einen Fusionskern. Ich weiß nicht, was mir ein Fusionskern bringt. Also nur nein. So. Ich habe jetzt Kometentröpfchen bekommen. 3 Stück. Handelsgut. Die Frage ist nur, wo kann man es am besten verkaufen? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht es denn hier aus? Wahrscheinlich gibt es hier nicht so viel dafür. Smu ist wieder da, oder? Nee. Doch. Nee, nicht kaufen. Verkaufen. Aber der Chat hat sich nicht bewegt. Kometentröpfchen, minus 4,2%. Das geht doch besser. Korvax Rang 1 habe ich jetzt. Und Rang 2 brauchst du, oder wie? Ja. Ja, dann gucke ich mir mal den anderen Planeten an. Vielleicht ist der ja etwas netter. So, auf dem Planeten warst du da gar nicht drauf, solche? Nein. Ich war bloß in der Ding und habe mir das Männchen geholt. Wäre. Ich sehe gar nichts. Ist der einfach nur tot? Ach nee, das ist ein Ozean. Das Kommandomodul. Das sollte jetzt hoffentlich reichen, was ich da eben eingesammelt habe im Weltall. Wie kannst du jetzt in dem Frachter laden? Frachter. Also es sind 18 Plätze. Das kommt mir irgendwie recht wenig vor. Es sind 18 Plätze. Also Frostkristalle habe ich 97. Ich vermute, dass die meisten Materialien auf 1000er stapeln. Dann ist es vielleicht nicht so wenig. Ja.
Also der hat 1800 Plätze. Ich verstehe. Wenn man das korrekte Zeug einpackt. Und mein Exo-Anzug, das die Fracht-Upgrades vom Exo-Anzug, die sind ja 500er Plätze. Also da passt schon gut was rein. Ach, jetzt weiß ich, wo ich Polygnum herkrieg. Ja, ich wo muss denn? Wächter zerstören. Ach du Scheiße. Da krieg ich Polygnum her. Es ist also so ein Ding, eine Aufgabe. Wächter zu zerstören. Von der Hauptquest oder von den, ne? Hier gibt's Uran. Gammawurzel, Natrium, Uran und Kupfer. Bedemot. Das ist mir zwar auch noch angeblich angezeigt, aber irgendwie glaube ich das nicht. Was? Wo werde ich dir angezeigt? Ich bin auf dem anderen Planeten oder zumindest. Ja, bei der vermissten Person wirst du angeblich angezeigt. Ach so, nee, da bin ich nicht mehr. Da gibt's halt. Ich hab mich auch gewundert, da du oben in der Raumstation warst, als ich losgeflogen bin. Klar, ich bin dir gefolgt. Also dieser Planet besteht fast nur aus Wasser. Winzig kleine Inselchen. Du kannst auch unter Wasser gehen, gell? Ja, schon, aber auch nur für begrenzte Zeit. Aber da treffe ich keine Leute und Ressourcen sammeln ist wahrscheinlich auch eher schlecht. Ach, ich steuere jetzt einfach mal die Insel hier an. Nur, was hast du denn hier, Technologiekaufmann? Ist da irgendwas Bestimmtes? Es ist halt wirklich nix hier. Aber vielleicht bin ich auch nur auf der falschen Seite vom Planeten. Oh, was haben wir denn hier im Waffenterminal? Hier ist man neben der Basis landen, nicht auf dem Landepad. Ach nö, jetzt scannt mich nicht. Hat jemand mal 1 Million Units für mich? Gerade zufälligerweise nicht. Im linken Socken, komm und hol ich dir. Im Multiwerkzeug für 15 Plätze und keins kaputt. Och nö, jetzt werde ich auch noch angegriffen. Hier kann man die Units traden, oder? Kann man nicht. Aber man kann Sachen hergeben, die Geld wert sind. Aber hier ist ein bisschen mehr Landmasse. Kann ich da landen? Oder verfolgen die mich dann auch weiterhin? Mal gucken, was ist denn das? Oh, ein 11 Plätze. Oh shit, die verfolgen einen ja wirklich auch um den Planeten. Mhm. Oh nein. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Das sagst du. Wo sind die denn? Ah, hier kann ich Nanitaufen ausgeben. Hallo. Okay, ein Treffer macht. Oh, und das Schild regeneriert sich sehr gut. Autsch. Oh, Deuterium gibt das, okay? Schön. Moment. Ja, wo bist du denn? Hinter dem Hügel. Das habe ich alles. Das muss also Exo-Anzug-Technologie sein. Ach so. Oh. Salzreflektor einen. Ich dachte schon, der macht jetzt Kamikaze. Einen Salzreflektor, ja. Jawohl. Und das kommt davon. Da noch irgendwas? Oh, mein Ansehen hat sich verbessert. Okay, so geht's auch. Schildgitter. Und da kann man was farmen. Erhöht die Grundkapazität des Gefahrenschutzsystems. Sich länger in gefährlichen Umgebungen. Nee, das ist mir eigentlich relativ. Blitzwerfer-Upgrade. Genauigkeit des Geräts. Nö. Okay, du hast nichts für mich. Tschüss. Ah, Servus. Was willst du? Dich erstmal hinter der Anzeige verstecken. Eindringling, Krieger, tot. Was? Hast du den verärgert?
Chlor, sehr gut. Eigentlich nicht, ich habe mit denen geredet. Ja, aber nein, weil ich so aggressiv die gegenüber wird. Das ist bloß, weil du mit in der Gruppe bist. Ja, sag mal. Was denn? 75 Chlor, das reicht auf jeden Fall zum Reparieren. Hab ich gesagt, ab mit China? Nee, ich helfe dir nicht. Gleich mal machen, bevor ich es dann wieder vergesse und verkaufe. Man kann das ja. Es ist echt gut, dass man die Sachen schon vorreparieren kann. Was vorreparieren? Oder halt nur einen von zwei reparieren kann, zum Beispiel. Also ich habe jetzt gerade nur Chlor, dann kann ich schon mal das Chlor an allen Sachen schon mal reintun. An allen Plätzen, die noch kaputt sind. Na, Gina, wie geht's dir bei 7 Hospital, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, bei Two Point Hospital. Eigentlich ganz gut. Wie weit bist du denn das schon? Weiß ich nicht genau. Es ist halt schlecht, wenn man keine Ahnung hat, wie weit das ungefähr ist. Ich muss das erste Mal einen Kredit aufnehmen. Also steigt der Schwierigkeitsgrad doch an? Ein bisschen, halt so das Übliche, ganz am Anfang hat man immer so seine Probleme, profitabel zu sein. So, was fehlt denn jetzt eigentlich bei den Dingern noch? Magnetisiertes Ferrit 250. Ich glaube erstmal nicht. So. Aber Chlor müsste ich jetzt durch sein mit... Ja. Ja, mit Chlor bin ich durch. Okay. Dann kann das schon mal wieder rüber. Das darf dann verkauft werden. Hehe. Oder auch nicht. Ich bin in der Höhle gefallen. Echt? Ist das euer Ernst? Nur weil ich in den Chat geguckt habe. Unterirdisches Relikt. Bin ich ja mal gespannt, was das ist. Ja, so ein Sturz in die Höhle kann lustig werden. Vor allem, wenn man da nicht wieder hochkommt. Ja, ich hoffe nicht, da haben wir die Platte, mit dem man sich hochbauen kann. Ja, das schon. Früher war das schlecht, als das noch nicht gab. So, ich baue mich jetzt mal zum unterirdischen Relikt durch. Wo ist es hin? Hab ich es kaputt gemacht? China, guck mal in den Chat. Was soll ich denn da lesen? Es wurde mir recht gegeben. Ja, es ist ein Fehler. Ach so, Tippfehler oder wie? Ja. Okay, hat die Sekretärin gerade wieder irgendwelchen Unsinn? Der macht doch hier bloß Unsinn. Deine Sekretöse. Unterirdisches Relikt, tatsächlich. Wirbelwürfel. Okay. Ah. Jetzt mach doch hier nicht Gift. Was machen denn Wirbelwürfel? Dichte Metallobjekte, die sich für lange Zeit manifestieren. Extrem selten und sehr wertvoll. Insgesamt 17.400 für drei Stück. Ja. Naja, damit sind sie nicht so wertvoll. Finde ich diese auch. Diese komischen vermaledeiten Eier. Und Tetra-Kobalt. Wie kann man eigentlich, wenn man im Schiff ist, Nachrichten annehmen oder geht das automatisch? X. Ah. Das Kobalt. Das ist für... Ach, du hast auch so eine komische Nachricht gekriegt. Tetra-Kobalt, was es alles gibt. Und hier gibt es tatsächlich Tiere in der Höhle. Ja, es gibt unterirdisches Leben. Ich habe selber in dieser Version noch keins gefunden, aber es soll es geben. Ich jetzt zum ersten Mal. Überhaupt soll es unterirdisch wesentlich interessanter sein. Aha. Geht so. Ja, unter Wasser ist es... Organisches Gestein hat Chlor. Man kann hier Natrium abbauen. Was? Was ist mit... Was meinst du? Organisches Gestein, Chlor. Chlor brauchte ich bis eben.
baue es einfach mal komplett ab. Es sind nicht so viele Steine. Er zeigt mir hier als Materialansammlung Natriumansammlung. Sind das dann einfach nur die Blumen oder kann man das hier tatsächlich... Das müsste so ein Feld an Blumen sein, ja. Gut. Natrium ist eigentlich auch das Letzte, was ich brauche. Und mich nur interessiert, damit kann man zum Beispiel das Schiff aufladen oder zumindest das Schild im Kampf. Das Schild, ja, aber ich habe auf dem Schiff 500, 1000, 1250 Natrium. Das sollte reichen. Was? Kann man übrigens auch gut nutzen, um diversen Kreaturen auf Stationen Sachen anzudrehen. Ja, wenn man Glück hat. Ach komm, beschädigte Maschinerie, da gehen wir mal hin. Ja, aber nur langsam nimmt er ab. Ich hasse Löcher im Boden. Dann machst du zu. Aber es sieht schön aus. Dafür bräuchte ich etwas mehr wahrscheinlich. Aber sieht schön aus mit dem Wasser da. Irgendwie finde ich das generell sehr schick. Oh, hier ist auch Wasser. Ich mag Wasser. Komme ich da nachher wieder hoch? Egal. So, was haben wir jetzt? Also auf einem Giftplaneten ins Wasser gehen ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, das könnte giftig sein. Das nicht zu knapp. Eine empfindungsfähige Pflanze. Mal schauen, was die tut. Eiweißperlen. Kann man machen. Oh, scheiße. Was denn? Wächter. Die dann vielleicht nicht vor deren Augen klauen. Die sind irgendwie aufgetaucht und ich weiß nicht warum. Ja, irgendwie. Ich glaube, die spawnen tatsächlich. Oh. Ich habe auch jetzt Frachter. So, was kriege ich jetzt dafür? Du hast die EV1 Kunapent gekauft, ja? Für 0. Ja? 29 Nanitaufen. Ja. Ach, die Wasserstoff. Naja. Huch. Ach, das ist der erste Stein, den ich von den Korax habe, deswegen. Protokoll. Wie ist das jetzt eigentlich mit mehreren Schiffen? Man muss die Jollum beantworten. Ich nutze nur eins. China hat doch... Du hast auch jetzt eine Frachter? Eine Frachter, ja. Ja. Genau, China hat. Ich hoffe, du kennst das Siedlungssystem einigermaßen. Nein. Ja, dann fang vielleicht mal an, eine Basis zu bauen, weil du musst im Schiff auch Sachen bauen. Funktioniert wie das Siedlungssystem. Siedlung? Ja. Bei No Man's Sky? Also das. Basis. Bausystem halt, Basissystem. Man kann das Schiff halt, den Frachter halt mit Sachen erweitern. Der Frachter ist ja eigentlich bloß eine schwebende Basis, oder? Ja. Na, du kannst ja, glaube ich, noch Aufträge dann noch verteilen und annehmen. Ja, du kannst ihn du kannst die Flotte auf Aufträge schicken. Entschuldigung, die Flotte. Ja, sie fängt halt mit einem Schiff an, aber ich kann ihr bereits hier im System, Fregatten anheuern, theoretisch.
Aber ich find's lustig, dass irgendwie jedes Mal jemand irgendwas anderes Cooles findet. Aber Clever hat's mir nachgemacht. Wieso? Ich hab jetzt auch halt einen Frachter. Was? Auch errettet? Ja, ja. Also kaufen wird wahrscheinlich jetzt noch so ein bisschen schwer, wahrscheinlich für den richtigen Preis. Ach. Ja. Musst du ein bisschen handeln. Das klingt ja nach Arbeit, Git. Schön, mitten durch den Baum geflogen. Hätte ich wenigstens das Zeug dafür gekriegt. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass das keinen wirklichen Schaden macht. Nee, ich hätte gerne den Kohlenstoff davon bekommen. Das Schiff hat das Ding bestimmt zerstört. Davon kann man ausgehen. Yeah, Natrium. Ah, yeah, Schniedelvergleich. Schniedelvergleich? Was? Also das Umwandeln dauert genauso lange, du musst halt bloß keinen Kohlenstoff mehr reinstopfen. Hm. Das ist schon mal Vorteil, das. Ja. Wobei eine Kohlenstoffknappheit irgendwie auch selten vorkommt. Gefühlt zumindest. Aber es ist halt lästig. Genau, lästig zu sammeln. Ja, Pflanzen stehen überall rum. Ja, du musst es halt sammeln, dann musst du da mit dem Kohlenstoff erstmal eine Waffe wieder aufladen. Ich geh Ferit sammeln. Lalalala. Kupfer ist schön. Fängt schon eine Mission an auf seinem Frachter, das ist doch... Also stalkst du mich jetzt? Das wird dir ja die ganze Zeit angezeigt. Ja. Es bleibt nichts verborgen von dem, was du tust. Oh Gott. Big Seuche is watching you. Oder so. Keiner ist von meinen vier Augen sicher. Genau. Ich werde jetzt nicht anfangen, hier irgendjemanden zu stalken. Nein. Stimmt nicht. Du doch nicht. Dafür hast du Osse. Hm. Er hält dich immer noch für den Google-Mitarbeiter, an dem er das verkauft. Aber er kriegt ja auch wirklich Geld dafür, das ist ja das Schlimme. China kann sich das leisten. Boah, das lohnt sich hier mal. 350 Kupfer habe ich schon aus diesem Vorkommen hier raus und es ist noch lange nicht leer. Ist doch gut. So muss das. Siehst du, er schreibt das viel dir für dich auf. Vier Augen, notier. Das ist natürlich noch die Frage, wo sind die anderen zwei? Genau, China ist reich. So reich wäre ich auch gerne. China ist ja auch, das glaube ich, das Land, das keine Schulden hat, sondern nur die Schulden anderer Länder auffängt. So wie Norwegen. Jetzt fängt der Smoothie mit Angeben an. Aber so richtig. Es gibt auch Kampfschiffe. Ich hätte gerne eine Fregatte. Deswegen meintest du wohl einen Stiegelvergleich. Ich guck viel zu selten in den Chat. Aber wenn ich nicht streame, dann fehlt der Automatismus. Was fehlt? Was fehlt? 6 Gold. Ja, dann musst du wohl nochmal in den Weltraum. Ein 6 Gold haben wir nicht verstanden. Ach, herrlich. Gibt's da noch irgendwas Interessantes? Ich kann so nicht arbeiten. Das ist auch schon das. Was denn? Du arbeitest? Ich tue so. Achso.
das zweite Mal, dass ich heute drauf reingefallen bin, so, huch, was ist das denn für ein cooles Symbol? Und dann ist es die tragbare Raffinerie. Aber ganz ehrlich, wenn man so farmen muss, dann hätten sie dieses Geräusch anders machen müssen. Was bist du denn das immer so am Weckern, solche? Weil ich's kann. Nee, aber sorry. vielleicht gibt's ja einen Mod. Ich weiß noch, so in den Anfangszeiten habe ich mir, da gab's noch richtig viele schöne Mods für No Man's Sky. Was dann aber nach und nach alles implementiert wurde. Das da müssen wir wenigstens nicht selber machen. Ich habe nichts gesagt. Das waren Zeiten, ja. So, was war das hier? Ja, dann lege ich hier mal das da hin. Das da hier. Start mal. Ich muss auch dringend mal wieder Geld verdienen. Kein Geld mehr. Das habe ich schon ewig nicht. Das ist schlimm, ist das. So, und dafür, dass die mir alle vorhin so viele interessante Orte gezeigt haben, wird irgendwie nichts angezeigt hier. Also das hier ist 8-Bit-Gaming-Musik, Elektro-Gaming-Mix. Habe ich jetzt mal angeschalten, weil die ganze Zeit das gleiche Geräusch ist. Kacke. Glas. Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Doch, habe ich eingepackt. Alles klar. So, jetzt reicht es nicht, dass ich die Navigationsdaten verkauft habe. Das mache ich aber auch immer. Jetzt würde ich nämlich gerne nochmal irgendwie einen Corvax oder so treffen, dass sich das Ansehen nochmal verbessert. Und ich dann auch mal im Auftrag hier weiterkomme. Brauchst du eigentlich das Ansehen, um den Wissenschaftler zu kriegen? Nein, brauche ich nicht. Aber ich möchte gerne gucken, was die für tolle Baupläne haben. Aber ich kann halt keine Baupläne kaufen. Deswegen hätte ich gern die Ansehen Stufe 2. Vielleicht greifen mich ja noch mal ein paar Piraten an. Das würde ja auch schon helfen. Da ist was, da ist was, da ist was. Und den Raketenwerfer muss ich irgendwie auch noch mal verbessern, glaube ich. Das sah eben aus wie ein Meyerlurk. Das ist doch bestimmt hier irgendwas Verwandtes vom Meyerlurk. Definitiv. Aber gut. Dann nenn ihn so. Du kannst ihn ja umbenennen. Ja, stimmt. Aber es wird halt nicht hochgeladen, weil irgendwie die... Ach, die Server wieder nicht Server funktionieren. Doch, Online-Entdecker-Dienste aktiv. Haha. Was? Das Schöne ist ja, es passt hier auch gut hin, der Meyerlurk. Denn es ist ein Radplanet. Ja, yeah, radioaktive Superzelle nähert sich. Das ist doch super. Was? Ich hoffe, ich kann da rein. Ja, das ist halt der Sturm hier wahrscheinlich.
Ja, man kann hier rein. Ach so, dass sowas verlassen ist. Okay. Restsubstanz. Jam. Die kann man doch bestimmt auch irgendwie verarbeiten. Kriege ich das dann mitgeteilt in so einer tollen Einblendung, wenn ich Stufe 2 habe? Wohl, da müsste ich auch hier bei P gucken können, ne? Meilensteine, Korvax. Geschlossen, nächster Rang, Interessenfokus in 1. Okay, einmal muss ich dann noch verbessern, alles klar. Oh ja, das sieht draußen nicht schön aus. Dann kann ich ja hier mal ein bisschen eine Deckung hochladen. Ach stimmt, hier ist ja der Ossel. Hochgeladen. Das ist alles. Der muss noch hochgeladen werden. Jo. Okay. Ja, Mildickicht. Okay. Wie werde ich doch jetzt eben Jaue? So, jetzt hier. Schade. Ja, das ist echt schade. Alles klar. Ist der Sturm auch sinnvoll genutzt worden? Zumindest ein bisschen. Irgendwas Schönes. Da oben gibt es noch was Schönes. Bist du hier auf dem Planeten? Nee. China ist noch auf dem anderen Planeten. Ich bin auf meinem Frachter. Du bist auf deinem Frachter. Ich habe gerade meine Flotte, also meine Fregatte, zum ersten Auftrag losgeschickt. Und was dürfen sie Schönes machen? Eine Handelsmission. Mal sehen, was das bringt. War die leichteste mit der geringsten Zeit und der geringsten Reichweite, die sie springen müssen. Und jetzt auf zur Station, um meine Missionen abzugeben. Habe ich hier noch irgendwo Ferritstaub? Gleich habe ich Ferritstaub. Ach ja, ich wollte auch noch gucken, ob ich den Schleim auch umwandeln kann. Kannst du. Was gibt das? Anderen Schleim. Und den kannst du nochmal umwandeln. Da gibt es wieder anderen Schleim. Und den kannst du noch wieder zum ersten Schleim umwandeln. Ja. Hat sicherlich irgendeine Bewandtnis, dass man mit dem irgendwas machen kann, aber. Okay. Chlor kann man zu Salz machen, das ist auch nett. Tetrakobalt zu ionisiertem Kobalt, das wird sich wahrscheinlich nicht rechnen. China, du müsstest deinen Erste-Hilfe-Kasten mal woanders hinstellen. Wieso? Weil der jetzt an der Tür hängt, wo nicht hängen soll. Ja, wenn du die Tür dahin machst, das war so nicht geplant. Ist die Frage, ob ich das Ding abnehmen kann oder ob er mir das verweigert. 15, war ja wieder klar. Okay, da ist dann der Durchgang. So, jetzt muss ich mal gucken, was brauche ich denn für Glas?
Da, Glas. Frostkristalle, 50 Stück. Ah ja. Ein paar Kometentröpfchen. Oh cool, die haben hier als zweite Ressource Uran. Schiritstaub und Uran. Sehr schön. Mein Ansehen bei der Entdeckergilde hat sich verbessert. Ja. So, das sollte doch jetzt aber reichen. Kann man die Kometentröpfchen umwandeln? Nein. So, Paraffinum sammeln. Also die habe ich nicht angenommen, das war mir zu blöd. Die habe ich jetzt, glaube ich, zweimal. Das war mir zu blöd. Also, muss schon so viel sammeln, dann muss ich jetzt auch noch nicht für die dann Paraffinum sammeln, was ich dann wieder abgebe. Nee. Shit. Chromatisches Metall kann ich ja wieder zurückverwandeln, oder? Ja. Also in irgendein, war das nicht ein ein Ferrit? Gewünschter Vorgang nicht möglich. Tja, dann geht's wohl doch nicht. Oder geht das in so einer kleinen? Das wäre lustig. Jetzt bräuchte ich Kupfer, na toll. Ach, jetzt wo ich das Ferrit umgewandelt habe. Wärmeschutzmodul S. Was? Wärmeschutzmodul S? Krass. Für den Exo-Anzug. Äußerst leistungsstarkes Wärmeschutzfeld. Wunderbar. Nehme ich. Oh, ich werde mal in ein anderes System fliegen. Nein, aber ich habe keinen Technologieplatz. Doch, Technologie. Muss doch eigentlich gehen. Ach so, man kann die Module nicht auf dem Technologieplatz platzieren. Was ist das denn für ein so, Schwachsinn? Liebe Leute, ich lasse euch nochmal mit der Musik allein. Wir machen nochmal 2-3 Minuten Pause. Bis gleich. Das ist doch Schwachsinn. Da ist clever. China, warum geht das nicht? Keine Ahnung. Ich springe jetzt in ein anderes System. Ach so, ich muss es erst umwandeln und dann... Wieso springst du in ein anderes System? Na, die zwei Sachen abgeben. Ach so. Aber jetzt mit damit Hits. Ich die aus dem Inventar los bin. Sehr cool. So. Hitze kann mich jetzt mal... Oh, und das rennt mir auch nochmal mit. Dann muss ich verkaufen. Wo muss ich dafür hin hier? Wie eingehende Nachricht. Quelle unbekannt. Ja, ich bin nicht allein. Interessant. Da war die Meldung weg. Schade. Wir sind auf einem Frachter Kisten, die ich nicht looten kann. Ja, warum nicht? Toll, ich habe Navigationsdaten bekommen. Toll. Ich bin bloß in ein System gesprungen und mit einem Mal werde ich hier angefunkt. Tja, passiert. Raumstation, glaube ich. Ah. Gott, 12 von 30. Wieso sind denn jetzt nur zwei dazugekommen? Ist doch verrückt. Ich habe doch auf der Raumstation alle angesprochen, dann zählt das nicht dafür. Hast du dich vielleicht schon mal angesprochen? Ich war noch nie auf dieser Raumstation. Ich hatte aber die Quest da nicht aktiv. Das muss ja eigentlich auch keine Rolle spielen. Ich hatte, als ich die bekommen habe, bei dem ich schon 29 gehabt. Ich hatte 10 und jetzt habe ich, da, nachdem ich da alle angesprochen hatte, 12. Komisch.
Hauptquest wird eh überbewertet. Hoffentlich von alleine. Könntest du hier vielleicht noch mal alle anquatschen? Vielleicht bringt das ja was. Also ich bin der Meinung, dass ich in unserem System, wo ich ja noch mal mit denen gesprochen habe, da auch noch mal einer hinzugekommen ist auf den Zähler. Ja, vielleicht hat es da keine Ahnung, was die damit meinen. Expedition, Hoffnung auf wertvolle Protokolle. Flotte erreicht das Ovavo-System. Untersuchung beginnt. Weg damit. Habe ich hier noch irgendwas, was weg kann? Silber brauche ich nicht. Deuterium. Aber Natrium kann ich vielleicht auch mal so 500 Stück verkaufen oder 700 Stück. Ist ja schon ein bisschen übertrieben. Na, machen wir so. Zack. So, da bin ich wieder, liebe Leute. Habe ich euch erschreckt? Nö. Nö. Mist. Ich hatte nur erschreckt, dass ich sehe, dass diese Folge jetzt auch schon wieder 42 Minuten geht. Ach, das sind zwei Folgen. Da muss ich ja schneiden.